Bevor ich die Sitzung eröffne, meine Damen und Herren, muss ich zum wiederholten Male darauf hinweisen, dass wir letzte Woche wieder von furchtbaren Terroranschlägen weltweit Kenntnis nehmen mussten. Ich möchte den Opfern unser tiefstes Mitgefühl aussprechen und gehe davon aus, dass die Schweigeminute, die wir eben eingelegt haben, auch diesen Opfern gilt. We hope to have the UK as a close partner in the future. Access to the single market means acceptance of all four freedoms, including the freedom of movement. We are waiting for the notification. No negotiation before notification. Europe needs to be reformed. The truth is that European citizens are not against Europe, they are against this Europe. Difendiamo il metodo comunitario contro un rilancio intergovernativo che è assolutamente inaccettabile. Politics is about perception. And there is a perception that decisions are increasingly made by five men sitting in a room and cutting deals amongst themselves. Vous refusez d'admettre, pardon, que les peuples rejettent votre Union européenne. C'est aussi simple que cela. Ils vous le disent. Ich habe nur noch Verachtung, muss ich Ihnen sagen, für die Farage, die Le Pens dieser Welt, die kleine Leute gegen kleine Leute und gegen Schwache aufhetzen. First time in European Union history, we do have 1,500 people strong reaction force consisting of border guards. Diskusia o tom, ako urobiť úniu lepšiu a efektívnejšiu pre nás všetkých je nevyhnutná. Die EVP-Fraktion begrüßt das Programm der Präsidentschaft. Wirtschaftliches Wachstum steht im Mittelpunkt, Wettbewerbsfähigkeit, digitaler Binnenmarkt, Energieunion. Europe is an economic superpower. And only together we can bring tax havens to change their ways. Es kann nicht sein, dass der Konditormeister in Straßburg oder Karlsruhe seine Steuern bezahlt, international tätige Ketten und Konzerne allerdings nicht. The Commission therefore strongly supports the objective of protecting whistleblowers. Es escandaloso que los filtradores de LuxLeaks, del Tour y Allais hayan sido condenados mientras los corruptos ni siquiera han sido juzgados. Pourquoi est-ce que les lanceurs d'alerte doivent être protégés? Tout simplement parce qu'ils sont les gardiens de l'intérêt général. Oh,